Tag zusammen, Glück auf, frisch auf bei Potternander. Wieder aus Oberhausen, heute diesmal zu einer ganz besonderen Runde. Seid gespannt, lasst euch überraschen, geht gleich los, auf geht's. So, moin allerseits. Hi, ich habe hier mal mitgebracht, das ist der Niklas von Oberhausen Tourismus von ja. OBT und ich begleite heute Potternander. Wie geil ist das denn? Ja, oder? Wir machen uns heute nämlich mal auf dem Rundweg. Und zwar die erste Etappe von der Oberhausen-Umrundung. Ja, an der Stadtgrenze entlang soll es ein paar Sehenswürdigkeiten und auch geschichtliche Hintergründe geben. Genau das wollen wir jetzt ergründen. Auf geht's, bestes Wanderwetter. Folgt uns. Komm mit. So, wir sind nicht in Berlin. Nein, Oberhausen ist auch eine Metropole. Hier ist der Berliner Bär von 1962. Wow. Guter Alter. Wahnsinn, ey. Alter. Wenige Meter vom Bahnhof Oberhausen. Ich sehe grün. Es ist grün. Auf jeden Fall grün. Wir haben eine Parkanlage. Das hat nicht lange gedauert. Wundervoll. Nee. Hier kann man doch eine schöne Pause machen. Definitiv. Jetzt schon? Ja, ein Stückchen Wasser trinken. Käffchen. Sehr schön. Geht immer. Ja, tatsächlich geht es wohl durch ein, zwei Grünflächen hier mitten im Zentrum Oberhausens, wenige Meter vom Bahnhof entfernt. Und dann schlängeln wir uns wahrscheinlich, denke ich mal, mitten durch die City und geht wahrscheinlich Richtung Wasser. Und Stadtrand. Ja, sehr und geil. Stadtranderholung. Super. Das schräge O, weiß auf schwarzem Grund. Denn ist tatsächlich dieser Oberhausen-Rundweg, den haben wir ja nicht erfunden, den gibt es tatsächlich schon länger. Gibt es schon vorher, ja genau. Wir laufen den jetzt nur nach. Absolut, ja. Denn professionell eingelaufen von meinen Freunden des Sauerländischen Gebirgsvereins. Aber sonst sein, ne? Ja, aber immer wenn es hart wird, sind die Jungs mit im Spiel. Wundervoll. Also, das heißt, es ist nicht das letzte schräge O, dem wir hier begegnen. Also ich bin tatsächlich froh, dass wir, glaube ich, heute keine Bergetappe haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, da werden wir ein bisschen vorgefeit sein. Ja! Was haben wir hier, Niklas? Ist das alte Rathaus? Ich habe gerade gar keine Antwort drauf. Wir sind aber im Theaterviertel. Und das ist auf jeden Fall zu werden. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich hier mal Paternoster gefahren bin. Oh ja, das ist. Ja. Einer ich glaube, einer steht noch im Technischen Rathaus in Sterk gerade. Genau, da kann man auch immer noch Paternoster. Paternoster. Ja, vorbei an der altehrwürdigen Luise-Albert-Halle geht es dann Richtung weiter. Innenstadt. Und los. Luise-Albert-Halle, kann ich mich noch daran erinnern. Ich habe ja mal den Tanzsport gefrönt. Ja, Turniertransformation. Und wir haben tatsächlich hier so das ein oder andere Mal tatsächlich ein Turnier gehabt. Das ist ja schön. So ist man dann auch so toll gelegen. Ja, auf dem altehrwürdigen Parkett hat man da schon mal eine flotte Sohle hingelegt. Man mag es kaum glauben, aber wir sind tatsächlich immer noch auf dem richtigen Weg. Dank der guten Kennzeichnung hier. Und wir sind am Friedensplatz angelangt. Mit einem Postkartenmotiv hier. Aber hallo. Schön, jetzt ein Häuschen. Komm, wir gehen in die Pinte. Ja, genau. Kleines Bierchen, da brauchen wir keine Stärkung, ne? Ich habe alles dabei. Ach so, ja. Bier? Nee, Wasser. Auch Essen. Essener Leitungswasser. Ja, muss da auch nicht abgekocht werden. Können wir auch mischen. Essener und Oberhausener Leitungswasser und dann hat man da so einen ganz besonderen Geschmack. Eine Fusion. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass das hier irgendwie schon immer war. Und ich weiß, dass ich als Glas hier irgendwie rumgesprungen bin. Hast du immer geguckt, oder? Na so. Hätte ich gerne. Danke. Der Niklas ist total eifrig. Jetzt sind wir hier am Saporowski-Platz, wenn ich das richtig ausspreche. Und das hier ist das Bert-Brecht-Haus und die Volkshochschule. Die VHF mit der BIP, mit der Stadtbibliothek. Genau, da kann man gerne auch mal reingehen. Wenn man ein bisschen lernen möchte, wie man Fotos macht zum Beispiel oder so. Ja, gibt's was. Also unter anderem für Oberhausen kann man auch Bücher ausleihen. Und auch wahrscheinlich neue Medien. E-Books. Definitiv, ja. Ne? Also von daher ist nicht mehr so eine verstaubte Angelegenheit wie Eis. Ne? Ja, ist schon sehr schön. Ja, cool. Ja. Wir
sind wir, ist das die Siegessäule in Berlin? Friedensplatz hier? Ist das Friedensplatz? Ja. Siegessäule, Friedensplatz? Neuer Markt, kleiner Markt, Wochenmarkt. Jedenfalls ist hinter uns ein beliebtes Restaurant, ein polnisches. Ich sag den Namen einfach mal. Das ist Gdańska, wenn ich das richtig ausspreche. Gdańska? Gdańska. Genau. So, jetzt somit ist die Werbung auch abgeschlossen. Sonst schneiden wir das raus, aber ich stehe dazu. Ich habe ja nur den Namen verbessert. Ach so. Wir bleiben da objektiv. Und, also es soll da sehr, sehr gut sein und auch ein tolles kulturelles Angebot geben und ein vor allen Dingen auch lokulisches. Ich habe es leider noch nicht testen können, wirklich nicht. Aber ich schätze die polnische Küche. Ja, warum nicht auch einfach mal auf dem Weg, wenn man schon unterwegs ist, auch einfach mal kurz anhalten und Kleinigkeit zu sich nehmen. Ich meine, ich bin jetzt hier immer offensichtlich für die Pausen und fürs Trinken. Also sonst zuständig. Ich glaube, die machen auch ein gutes Bier, die Polen. Ja, ganz bestimmt, auf jeden Fall. Komm, wir gucken mal. Auch hier wieder eine super Fassade eigentlich, ne? Das sieht total einladend aus. Hat auf jeden Fall richtig schön Charme. Herrlich. Eigentlich könnte ich halt hier bleiben. Ja, wie war das mit Pause? Ja, und hier Klavierchen, da kannst du uns auch noch mal ein schönes Liedchen bügeln. Echt jetzt? Aber. Soho, wir haben die Landwehr hinter uns gelassen, Fröbelplatz, Rechenacker, Ohrenfeld. Genau. Das ist tiefstes, schlag mich nicht, Altstadenstürum. Genau, jetzt geht's auf in die Berge. So, wir haben Holländischer Bergverein. Ja, die erste, ich sag's ja, guck mal, ja. Die erste Bergwertung. Oh. Jetzt machen wir ein paar Höhenmeter, so soll das nämlich auch sein, Abwechslung. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Aber gleich haben wir einen super Ausblick. Genau, das ist so alles weg. Sehr gut. So, Niklas, Kamera läuft. Wo sind wir hier? Das werden wir rausfinden. Wir sind auf jeden Fall im Ruhrpark. Ja. Und schauen mal gerade, was es hier noch so an Kunst und alten Skulpturen gibt. Und genießen auch so ein bisschen wieder das Grüne. Aber spannend, durch die Stadt zu laufen. Die Strecke war bislang sehr schön, sehr bereichernd. Finde ich auf jeden Fall. Ganz meinerseits. Also, ich am Anfang denkt man immer 12 Kilometer, was lang. Läuft man die Kilometer und läuft. Ja. Und dann ist es schon vorbei und denkt, ach man, schade. So ist es, obwohl wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, ich weiß nicht, wir sind bei Kilometer 5. Oje, meine. Halbzeit. Also hier ist auch tatsächlich irgendein Mahnmal. Ich muss mich da mal schlau machen. Wir können das im Video einblenden, was es ist, wie es heißt. Ich sehe auch gerade keine Hinweistafel. Jetzt geht es erstmal, würde ich sagen, da lang. Das ist gut, da lang. Vielleicht finden wir auch eine Bank. Into the green. So, endlich einmal ein paar bergbauliche Relikte. Eine Seilscheibe hier. Was steht da? Über diese Seilscheibe wurde in diesem Förderwagen am 15. Dezember 1972, siehst du, fast die 50 Jahre, letzte Kohle der Zeche Altstaden zutage gefördert. Da muss man nächstes Jahr nochmal hin, zu 50 Jahre. Bürgerring, 1950 Altstaden. Guck mal, 1972, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich auch nicht. Siehst du? Aber schön, dass wir das hier bewundern dürfen. Ja, herrlich, ey. Steckt schon ein bisschen jetzt Geschichte drin. Herrliche, freie Spielwiese, Fläche, Beachvolleyballfeld, Basketballfeld. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ja. Können wir uns direkt ein paar Bälle zuwerfen, oder? Spielplatz und auch noch. Habe ich da einen Schlumpf gesehen? Oder was ist das? Ein Schlumpf? Ein Schlumpf, oder? Ich glaube, das ist da hinten lang, oder? Warte mal. Ich glaube. Ja, jetzt ist er weg. Hier, kurz für euch. Guck mal, hier werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Das ist Free Solo. Ach, so ist es. Free Solo geklettert. So, ich sag mal Tschüss, Chris, ne? Ich weiß nicht, wie ihr da wieder runterkommt. Ich auch nicht. Ich ruf schon mal deinen Chef an, ne? Genau, wenn ich ihn da findet, ich würde Wasser nehmen. Ja, ist okay. Komm, gleich. So, wir bleiben einfach beim Hof. Ah, Treppen finde ich super. Treppen sind richtig gut. Ja, das ist eine schöne Abwechslung. Aber ich glaube, wir sind so weit gelaufen, dass wir jetzt hier irgendwie, ich sehe ein Windrad. Sind wir in Emden? Ach, ja, ich glaube schon, oder? Ich habe vorhin ein Schild gesehen, irgendwie Wilhelmshaven. Boah. Glaube ich gerade. Ich höre Wasser. Ach, besser Möwen. Boah. Boah, das ist doch mal ein Ausflug. Ist das ein Hammer. Gebt euch das mal, Freunde. Ist das ein Traum? Wunderschön. Mein Gott, toll. Von der Innenstadt bis hierhin, wie sich das alles. Vor Begeisterung nicht mehr auf den Weg geachtet. Ja. Oh. Toll.
So, hier haben wir wieder einen Erinnerungspunkt an die Ruhrfähre in Altstaden. Im 19. Jahrhundert setzte der Fährmann mit der Ruhrfähre für 2 Pfennig Personen vom Altstadener Ruhrufer auf die andere Seite der Ruhr nach Mülheim über. Ich guck mal kurz nach, Pfennig habe ich glaube ich nicht mehr. Aber deswegen brauchst du immer einen Penny für den Ferryman. Hoffen wir mal nicht. Das kannst du auch noch so ein bisschen. So. Ah. Herrlich. So, da sind wir am Kreuzungspunkt. Da links geht nach Duisburg, zurück nach Mülheim. Führung. So, hier Oberhausen, Meiderich, Walsum, alles dabei. Ja, und wir kommen gerade eben aus dem Ruhrufer. Wunderschön. Ja, geile Passage. Wirklich richtig gut. Und wir sind wirklich nicht weit weg von der Innenstadt und kann ich jetzt hier selber noch nicht. Und das war wirklich ein malerisches Stück. Wir haben gerade gesprochen und perfekter Ort, um mal so einen ganz ruhigen Kaffee zu trinken. Kaffee, das zieht sich wie ein roter Faden hier. Ich höre mal Kaffee. Beim nächsten Mal nehme ich einen Gasbrenner mit. Ja, auf jeden Fall. Ja, so gut am Wasser. Meiderich haben wir, glaube ich, geschafft. Genau, Stadtgrenze Oberhausen-Duisburg. Wir sind zurück am Wasser, da freue ich mich sehr drüber. Genau, ist immer wieder schön drauf zu kommen. Genau. Und Niklas, was haben wir hier? Kanälchen. Kopmannsche Brücke, super. Kopmannsche Brücken, so, das filmen wir gleich mal von der anderen Seite. Ah, das ist doch herrlich. Ja, ne? Absolutes Brückenpanorama. Traumhaft. Und ein bisschen angenehmes Lüftchen, ja. Obwohl es auch im Hintergrund schon ein bisschen donnert. Eieiei. Ja. Spannung bleibt. Ah. Aber spannend muss auch immer sein. Ja, definitiv. Hier ist schön. Und jetzt geht es, glaube ich, noch Richtung Wierich weiter und dann haben wir die ersten Teil unserer 5-teiligen Tour. Es dürften die letzten 2 Kilometer anbrechen. Boah. Ja, spürt schon gut in den Beinen, wenn man jetzt nicht so häufig läuft, aber. Ja, aber wir haben ja auch genug Pausen gemacht. Genau, und sind sehr häufig drüber geredet. Und dann musst du regelmäßig. So, hier führt auch noch ein weiterer interessanter Weg. Entlang der Emscher Parkweg, ebenfalls von unseren sauerländischen Gebirgsfreunden. Und nach Duisburg kannst du auch hier lang. Und wir? Wir gehen jetzt nach Lierich, würde ich sagen. Nach Lierich, ab zur Schleuse! Finale! So ein bisschen maritimes Flair. Maritimen Flair? Maritimes Flair? Es sieht auf jeden Fall. Fleur de Sel. Genau. Auch so das Bullern der Maschinen, ne? Ja, ist sehr entspannend. Ja, ich finde es super. Ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und was trinken. Ja. Ganz schön warm. Angekommen an der Schleuse Lierich. Genau, gerade passiert. Hier sind wir wieder auf dem ruhigen Teil davor, bevor das Wasser runtergeschleust wird, glaube ich sogar. Und dann sind wir, werden wir zumindest schon mal vorläufig am Ende der ersten Etappe. Aber es kommen ja noch 4 weitere. Es kommen noch 4 weitere, wo man hervorragend tolle Sachen erleben kann, ja. Tolle Orte entdecken, vor allen Dingen. Aus einer ganz anderen Perspektive. Ne? Schönen Bruch zwischen Innenstadt und, absolut. Und Randgebieten. Also toll. Ja, ich glaube, wir zeigen noch mal die Schleuse drüben und melden uns da gleich noch mal. Ja, genau. Und ja, bis gleich. Auf nochmal. Letzter Take. Hier nochmal die Schleuse Lierich. Wow. Echt beeindruckend. Wahnsinn. Ja, die großen Töpfe gibt es auch hier. Genau. Jo, ja. Jetzt sind wir schon am Ende unserer kleinen Tour. Genau, gute Runde. Was haben wir denn auf dem Zeiger? 11,5 Kilometer knapp. Ja. Und wir haben ordentlich 3 Stunden. Ja. Also wir haben viel von Pause gesprochen, haben aber in der Tat gar keine gemacht. Mal so eben. Ein paar schöne Fotos zu machen, natürlich. Definitiv. Ja. Man muss da wirklich sagen, mir hat das ausgesprochen gut gefallen. Auch die Kontraste von der Touristinfo am Hauptbahnhof. Einmal um den
um den Block. Um den Block, ganz genau, richtig. Schön nochmal durch die Oberhausener Innenstadt. Ja. Und dann ab, zack, ins Gröde. Und es ging auch tatsächlich schneller als gedacht. Richtig, ne? Ja, Wahnsinn. Ne? Kaum hat man irgendwie den Friedensplatz hinter sich gelassen, ist nochmal kurz über die Marktstraße Richtung Stürum. Genau. Ja, und dann war eigentlich auch alles grün. Ja, Wetter grün, super Kanal, gewesen. Wasser. Panorama herrlich. Was will man mehr eigentlich für eine schöne Wandertour? Und ich sag mal, das ist ein Fünftel von der ganzen Route. Da haben wir noch ordentlich was zu entdecken. Wenn das so weitergeht. Ja. Wir gucken uns noch ein kleines bisschen hier die Schleuse an. Da wird gerade ein- und ausgeschleust. Ja. Jo, der Schleusenwetter holt uns gerade einen Kaffee, glaube ich, oder? Der winkt auf jeden Fall. Ja, genau, der winkt. Wir gehen rauf. Machen wir. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran, schaut weiter. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Ja? Schaut weiter, Potternander und Oberhausen Tourismus. Wir sind on Tour, einmal um die Stadtgrenze. Und wir entdecken Oberhausen. So machen wir es. Weiter geht's. Ciao. Ciao.